Heute fangen wir mal mit einem kleinen Test an. Ein Test in jüngerer deutscher Schachgeschichte. Wer von euch erkennt die vier Jungs auf diesem Bild? Das Foto steht für das wahrscheinlich erfolgreichste Schachförderprogramm, das es jemals in Deutschland gab, die sogenannten Prinzen, die Prinzengruppe. Die vier größten Talente des deutschen Schachs aus einem Jahrgang wurden damals zusammengefasst in einer Gruppe und wurden speziell gefördert. Und es sind tatsächlich die heute führenden deutschen Großmeister daraus hervorgegangen. Wahrscheinlich fällt es euch relativ einfach, drei von den vieren zu erkennen. Ganz links haben wir Alexander Donschenko. Zweite von links, das ist Rasmus Zwane. Und ganz rechts ist Matthias Blühbaum, der amtierende Europameister. Der zweite von rechts, der läuft heute ein bisschen unter dem Radar. Das könnte ich mir vorstellen, dass den die wenigsten erkennen. Das ist Dennis Wagner. Auch der ist ein starker Großmeister. Ist die gleiche Generation wie die Donschenko-Swane-Blühbaum. Ist aber nie so in die 2650-Plus-Abteilung aufgestiegen wie die anderen drei. Ich könnte mir vorstellen, dass der mehr Fokus auf sein Studium gelegt hat als die anderen, die ja Schachprofis geworden sind. Nichtsdestotrotz ist Dennis Wagner einer der besten deutschen Schachspieler, ist immer so knapp unter 2600, so etwa Nummer 15 der deutschen Rangliste. Dennis Wagner hat jetzt dem deutschen Schach trotzdem einen großen Dienst erwiesen, auch wenn er nicht in einer Nationalmannschaft spielt oder nur sehr, sehr selten. Er ist halt so bei der Schacholympiade oder so. Dafür reicht es nicht ganz mit seinen knapp 2600. Aber er ist jetzt durch seine Heirat mit der Dinara Wagner, die vorher Dorzieva hieß, ist er jetzt eine Hälfte des stärksten Schachehepaars, das wir in Deutschland haben. Dennis Wagner hat die Dinara neulich geheiratet, die studiert auch in Deutschland, die ist aber gebürtige Russin, war mehrfache russische Mädchenmeisterin, war im russischen Mädchenschach eins der Riesentalente und ist jetzt zum deutschen Verband gewechselt. Sie wird jetzt bei der Schacholympiade zum ersten Mal für Deutschland spielen. Sie hat das sogenannte Masters gewonnen, das Turnier der besten deutschen Spielerinnen. Das haben wir hier auf diesem Kanal auch dokumentiert. Und wenn die beiden abends zusammen im Wohnzimmer sitzen, dann versammeln sich da auf dem Sofa im Hause Wagner so fast 5000 Elo-Punkte. Nicht ganz. Das ist schon bemerkenswert. Wahrscheinlich sitzen die auch abends zusammen und spielen den Title Tuesday. Der läuft ja immer dienstags auf chess.com und ich habe gesehen, dass sowohl der Dennis als auch die Dinara da regelmäßig mitspielen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Hause Wagner dienstagabends die Laptops rausgeholt werden und dann sitzen die beiden da zusammen und prügeln sich mit anderen Meistern des Spiels im Blitz. Stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich muss sie das mal fragen. Ich habe vor, mal bei Familie Wagner um ein Interview zu bitten, weil die Dinara jetzt als neue Nationalspielerin, die Geschichte von dem Dennis könnte man sich auch mal genauer erzählen lassen. Jetzt sind sie beiden noch das stärkste deutsche Ehepaar. Ich denke, da ist mal ein Interview fällig. Das habe ich noch nicht angeleiert, aber das werde ich bei Gelegenheit mal tun. Ich würde eigentlich gerne von der Dinara ein bisschen was hören, bevor sie für die Nationalmannschaft spielt bei der Schacholympiade. Naja, am Dienstag war jedenfalls wieder Title Tuesday bei chess.com und da findet man immer interessante Paarungen. Und Dennis Wagner war mit von der Partie. Die Dinara, wenn ich nichts übersehen habe, hat diesmal nicht mitgespielt. Dennis Wagner bekam es in der 8. Runde mit seinem Landsmann Vincent Kreimer zu tun. Und jetzt seht mir nach, dass es heute schachlich nicht ganz so gehaltvoll ist wie sonst. Auch wenn wir ein bisschen was lernen können aus der Partie. Aber es ist eine Blitzpartie und zwar eine Blitzpartie, die sich dreimal komplett gewendet hat. Aber weil zu Familie Wagner ein bisschen was zu erzählen ist und Vincent geht immer. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dachte ich, ist das doch vielleicht eine ganz schöne Partie, die man mal zeigen kann. Außerdem illustriert sie etwas, was beim Schach ja auch ein Faktor ist, auch mit langen Bedenkzeiten, nämlich der Schwindel. Und
In dieser Partie wird am Ende ordentlich geschwindelt. Das sehen wir gleich. Gucken wir uns das mal an. Also es ist eine Blitzpartie. Beide Spieler haben 3 Minuten für alle ihre Züge und kriegen pro Zug 1 Sekunde dazu. Insofern gehen wir davon aus, dass das hier jetzt nicht perfektes Schach ist. Aber wir kommen schon ganz früh in der Eröffnung an eine Stelle, an der wir was lernen können. Das ist Englisch. C6, D3, Läufer B4, Läufer D2, Rochade. Und der Dennis Wagner spielt hier A3 und da kann man ihn schon für schelten. Er zwingt quasi den Läufer, sich zu erklären und sich hier zu tauschen. Das Ding ist nur, das plant er sowieso. Insofern zwingt der Dennis hier den Vincent einen Zug zu machen, den er ohnehin machen will und verschwendet damit Zeit. Die Hauptzüge an dieser Stelle sind E3 oder G3. Das hatte Vincent sogar vergangenes Jahr in Biel auf dem Brett. Und da sieht man schon, wenn wir die Partie zwischen ihm und dem französischen Großmeister Maxime Lagarde ein paar Züge verfolgen. Da sieht man schon, Schwarz will von sich aus auf C3 rausnehmen. Diesen Springer, die Kontrolle des Zentrums entziehen, um dann selbst D5 durchzusetzen und ganz okay zu stehen. Es gibt also gar keinen Grund, den Schwarzen zu zwingen, auf C3 rauszunehmen. Das hat er eh vor. Und A3 ist Zeitverschwendung. Also können wir hier schon eine erste Ungenauigkeit feststellen. A3, Vincent nimmt raus und spielt direkt E4. Durch die Ungenauigkeit des Weißen hat der Schwarze hier gewisse Freiheiten und kann gleich aggressiv zu Rande gehen. E4, der Springer auf F3 hängt, der sollte ziehen. Auf E4 rauszunehmen ist wahrscheinlich nicht so toll. Der fühlt sich hier sehr wohl. Und selbst wenn er sich hier nicht mehr wohl fühlt, dann ist er sehr zufrieden, den Läufer zu bekommen. Besser ist, den Springer sofort zu ziehen, Springer D4. Ja, und häufig will ja der Schwarze tauschen und sich ein bisschen die Sache erleichtern als Nachziehender, aber hier ist Schwarz schon darauf bedacht, das Kommando zu übernehmen. Sozusagen Springer E5 ist sehr, sehr stark. Obwohl der Springer ja nicht gedeckt ist und man könnte jetzt auf die Suche gehen, hat denn der Weiße hier vielleicht irgendwelche guten Abzüge mit seinem Springer, die dann gleichzeitig den schwarzen Springer angreifen? Und da fällt natürlich das Feld F5 ins Auge. Springer auf F5 ist häufig ein Fund und hilft bei einem potenziellen Angriff gegen den schwarzen König. Aber auch hier ist das nicht so richtig wirksam, weil es wieder den Schwarzen sozusagen zwingt, einen Zug zu machen, den er eh machen will, nämlich Turm E8. Und Weiß muss ich jetzt so langsam Gedanken machen, wie soll es denn hier eigentlich weitergehen und wie bleibe ich eigentlich in der Partie? E schlecht D3 ist eine kräftige Drohung mit Öffnen der E-Linie und der weiße König fühlt sich schon nicht mehr so wohl. Man sieht, dass das weiße Konzept hier droht zu scheitern. Eigentlich ist es gescheitert. Also Weiß müsste jetzt wirklich kleine Brötchen backen eigentlich. Aber der Dennis Wagner hat halt ja quasi auch so eine Batterie gegen den schwarzen König aufgestellt und er will hier nicht klein beigeben, sondern will seinerseits was in Bewegung setzen und spielt hier Dame D2. Was mit der Drohung Dame G5 verbunden ist. Er plant jetzt, wenn Schwarz jetzt auf D3 nimmt, das würde es dann auf die Spitze treiben, dann plant er Dame G5. Und Schwarz könnte das dann nur mit Springer G6 decken.
Und dann kann Weiß hier rausnehmen, dem Schwarzen die Struktur zerbröseln. Und kann dann ganz zufrieden sein. Obwohl er einen Bauern weniger hat. Weil die schwarze Struktur ist im Eimer und jetzt ist plötzlich Weiß besser entwickelt. Der Läufer wird auf 3 sehr, sehr stark stehen. Weiß kriegt seine Türme schnell zentralisiert. Dies hier sieht alles sehr traurig aus. Und die Stellung ist etwa ausgeglichen. Für den Minusbauern, den der Weiße verbucht, hat er allemal Kompensation. So ungefähr hatte der Dennis Wagner sich das vorgestellt. Mit Dame G5 seinerseits Drohung gegen den schwarzen König aufzustellen und in der Partie zu bleiben. Das Problem ist nur, Dame D2 ist ein Fehler, der schon die Partie verliert. Dame D2 ist etwas, was sich Weiß nicht mehr erlauben kann. Dazu muss Schwarz an dieser Stelle allerdings den richtigen Zug finden und das tut er, Vincent. D5. D5 ist eine ziemliche Gemeinheit. Marschiert im Zentrum voran, mit Tempo, mit Angriff auf den weißen Springer. Und wenn der sich erklärt, dann sehen wir die Idee von D5 oder eine Idee von D5, dann verliert Weiß nämlich schon eine Figur. Wenn der Springer jetzt zurückgeht, kommt D4, Läufer hängt, muss ziehen, kommt A5, Läufer hängt, muss ziehen, kommt Läufer C5, B6, Läufer hängt, aber hat kein Feld mehr. Figur weg. Und Schwarz gewinnt. Insofern ist D5 quasi ein Doppelangriff. Ne? Der Springer auf F5 hängt und es droht mit D4 auch noch Figurengewinn. Und aus der Nummer kommt Weiß nicht mehr so richtig raus. Er könnte erst auf E5 zu tauschen versuchen, was natürlich ein Riesenzugeständnis ist. Den Läufer, den er nun extra hier auf die lange Diagonale manövriert hat, herzugeben, aber so würde es unmittelbar Materialverlust verhindern, aber richtig schön wäre das auch nicht. Turm E5, jetzt hängt der Springer, muss ziehen, dann kommt E3. Mit der Idee, Springer G4 hinterher zu ziehen. Und den Bauern auf E3, den kriegt Schwarz zurück, dazu droht noch Dame F6. Und der weiße König fühlt sich sehr, sehr unwohl. Und wenn wir dann nochmal ins weiße Lager gucken und uns in den weißen Figuren umschauen, dann finden wir hier den Läufer F1, der so schnell nicht an der Partie teilnehmen wird. Riesiger Vorteil für Schwarz. So verliert er zwar nicht die Figur, aber so richtig schön ist das auch nicht. Und darum hat er sich hier für einen Verzweiflungsakt entschieden, der Dennis Wagner. Figurenopfer. Springer G7. Das Problem ist nur, das funktioniert alles nicht. Schwarz kann den wegnehmen und der schwarze König ist trotzdem sicher. König schlägt G7, Dame G5 Schach. Wird wahrscheinlich geplant gewesen sein, weil was sonst? Dame G5 Schach. Natürlich auch mit Angriff auf den Springer E5. Das Problem ist nur, das Schach lässt sich mit Springer G6 parieren. Und es ist nicht nur so, dass nichts hängt, es droht jetzt auch D4. Und das würde dann hier die lange Diagonale schließen. Und Schwarz hat eine Figur mehr und steht sicher. Wohingegen der Weiße hier auch immer noch an seiner Entwicklung und an seiner Königssicherheit laboriert. Gewinnstellung für Schwarz. Figurenopfer funktioniert nicht. Aber der Vincent muss hier irgendein Gespenst gesehen haben. Weil ich weiß nicht welches. Jedenfalls, er hat die Figur nicht genommen. Er hat hier D4 gespielt. Ich weiß nicht, ob er es besonders schön machen wollte oder ob er irgendwie doch vor König G7, Dame G5 Schach Angst hatte. Ich meine, man könnte ja denken, es sieht ja auf den ersten Blick ein bisschen gefährlich aus mit den schwarzen Feldern und den schwarzen König, die sich verabschiedet haben und dem Läufer, der hier auf der langen Diagonale reinstrahlt. Aber halt auf den zweiten Blick sieht man ja, aber ich mache hier Springer A6 und es droht D4 und Weiß hat nichts mehr.
H4, H5 Versuch, dann kommt halt D4. Und im nächsten Zug kann Schwarz mit H5 die ganze Chose ausbremsen und ja, da ist nichts mehr los. Vincent hat irgendein Gespenst gesehen, hat den Springer nicht genommen und spielt D4. Nur jetzt hat sich's zum zweiten Mal gedreht. Jetzt steht plötzlich wieder Weiß auf Gewinn. Weiß nimmt den Turm auf E8 mit. D schlecht C geht nicht so richtig. Weil dann kommt Dame G5. Und jetzt ist es plötzlich gut, denn im nächsten Zug hängt dann auch noch der. Also Springer G6 kann man spielen, aber dann hängt halt der Springer F6 und Weiß gewinnt. Weiß, der, nicht vergessen, der sich auch noch Turm zwischendurch eingesackt hat. Also nach Springer schlecht E8 ist guter Rat teuer. Da weiß nicht, vielleicht hat da auch Vincent irgendein Gespenst gesehen, dass er in dieser Stellung irgendwie weiterkommt, aber auch da ist nichts. E3 ist auch nichts. Angriff auf die Dame. Können wir halt erst auf F6 tauschen, nehmen dann auf E3 raus und haben einen Turm mehr. Okay, er hat dann auf E8 rausgenommen. D schlecht E und der Dennis Wagner, der spielt das jetzt stark weiter. D schlecht E, jetzt ist der D-Bauer gefesselt. Und der D4 hängt, insofern deckt den Vincent und Dennis greift ihn nochmal an und will sich auf D4 auch noch einen einverleiben. Springer C6, ID CD, 000, mit Angriff auf D4, Alpha G4, F3. Naja, und wenn Schwarz jetzt den angegriffenen Läufer zurückzieht, dann nimmt Weiß auf D4 und hat halt einfach eine Qualität. Und wie viele Bauern sind es? Und zwei Bauern, drei Bauern mehr. Warum hat sich Vincent für D schlecht C entschieden? Dann hat er wenigstens noch einen Zwischenschach auf B2. Dame schlecht D8, C schlecht B, König B2, Springer D8. FG4. Und so ist es noch relativ am besten für Schwarz. Die weiße Struktur sieht jetzt ein bisschen löcherig aus. Der weißfältige Läufer ist natürlich keine super Leichtfigur hinter seinen auf Weiß stehenden Bauern. Das ändert aber nichts daran, dass Weiß hier komplett auf Gewinn steht. Eine Qualität und zwei Bauern mehr. Und das zählt. Der Weiße muss jetzt nur noch seinen Kram ins Spiel bringen. Und das macht der Dennis Wagner eigentlich ganz schön. Springer E6, B2, Springer C5, Turm H1. Dennis Wagner lässt den E4-Bauern einstehen. Denn wenn Schwarz jetzt auf E4 nimmt, dann kommt Turm D7. Und aus die Maus sozusagen. Dann ist der Weiße schon drin. Darum nimmt Vincent den Weiße, wie er ist, nicht weg, sondern lässt den Springer auf C5 stehen, wo er das Feld D7 kontrolliert. Und kann damit zwar ein unmittelbares Eindringen verhindern, aber er kann nichts verhindern. Nicht verhindern, dass Schwarz hier platt steht. E5 nimmt jetzt den die Felder. Der sucht sich eine neue Weide mit B6. Vincent pflanzt erst oder zementiert erst den Springer auf C5 ein. Jetzt sucht sich der E8-Springer eine neue Weide und findet die auf E6. Läufer H5. Währenddessen hat der Weiße seinen Läufer aktiviert und entwickelt Druck gegen den Punkt F7. Und die Türme sind aktiviert. Die Bauernbilanz sieht weiterhin bitter aus für Schwarz. Neben der Minusqualität hat er auch noch zwei Bauern weniger, es hat sich nichts geändert, Weiß steht auf Gewinn. Turm D6, König G7, Läufer G4, Springer F8, Turm DF6, jetzt geht er so rum auf den F7 los. Aber da ist ein Bäuerchen auf E5 weg, was aber alles noch nicht tragisch ist. Weiß hat immer noch einen Bauern mehr und eine Qualität mehr. Aber die erste weiße Angriffswelle hat der Schwarze abgefangen. Und der Punkt F7 ist verteidigt. Schwarz steht auf Verlust, aber er steht halt noch nicht schlecht genug, um aufzugeben. Und Weiß müsste jetzt
sozusagen einen neuen Anlauf unternehmen. Weil der Punkt F7 ist gedeckt und hier ist, er muss sich eine neue Front suchen und an der Ärger machen und sein Mehrmaterial zur Geltung bringen. Der Dennis Wagner in dieser Blitzpartie stellt jetzt erstmal den halben Punkt weg. Er spielt Turm F5 und will halt diesen garstigen Springer angreifen, der den Punkt F7 deckt. Wenn der Springer zieht, möchte Weiß auch F7 rausnehmen. Das Problem ist, er hat eine Springergabel übersehen. Im Blitzen passiert das auch 2600 Großmeistern. Da lässt sich Vincent natürlich nicht zweimal bitten. Darum sind im Blitzen übrigens auch Springer stärkere Figuren, als sie so im Turnierschach sind, weil Springer geben einem immer eine Chance. Gabeln werden mal übersehen. Und hier passiert es sogar Großmeistern. Springer D4 Schach. Naja, das war die Stelle, an der sich Dennis Wagner geärgert haben wird, dass er hier eine Qualität eingestellt hat. Denn jetzt ist die Stellung plötzlich wieder ausgeglichen. Denn nach dem Turm geht auch noch auf C4 ein Bauer über Bord. Und dann sind es 4 gegen 4. Und das Endspiel ist so in der Nähe des Ausgleichs irgendwo. Und würde vielleicht Remis enden. Naja, es ist eine Blitzpartie. Es würde so oder so enden, aber die Stellung ist ausgeglichen. Ja, Dennis Wagner wird sich geärgert haben. Und dann macht er das, was ein starker Großmeister macht. Sein König steht im Schach, er muss ziehen. Er sucht den aktivsten Zug, den man machen kann. Und das ist hier König B4. Ja, und damit hat er, nachdem er im Zug vorher einen halben Punkt weggeschmissen hat, gleich den nächsten halben Punkt weggeschmissen. Martin 1. Turm schlecht C4. Und so hatte sich Vincent einen ganzen Punkt gegen Dennis Wagner erschummelt, den er eigentlich nicht verdient hatte, oder vielleicht doch verdient hatte, denn nach dem sehr, sehr starken D5 und nach der missratenen Eröffnung stand ja Schwarz schon am Rande des Gewinns. Aber nachdem dann Vincent gegen das Verzweiflungsspringeropfer irgendein Gespenst gesehen hat und den Springer nicht genommen hat, sondern D4 gespielt hat, ja, da stand dann halt Weiß auf Gewinn mit Qualität und zwei Bauern mehr. Naja, und dann war es halt eine Blitzpartie und es wird geschummelt. Und ich hoffe, ihr seht mir nach, dass das heute schachlich nicht so super gehaltvoll war, sondern ein kleiner Spaß. Aber ein kleiner Spaß, der mir ermöglichte, mal die Geschichte von Dennis Wagner zumindest anzudeuten und ihn dann im Duell gegen Vincent Keimer zu zeigen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut. Ade.